Wir gehen gleich in Zirkus. Darin, was für ein Zirkus geht mir? So ganz genau wissen wir es gar nicht. Hallo. Wir gehen in den Jux-Zirkus in Schöneberg. Und heute ist Premiere vom neuen Programm, vom Sommerprogramm wahrscheinlich. Und ist auch ausverkauft. Ich bin ganz glücklich und hoffe, dass wir auch unsere reservierten Karten noch abholen können. Ich konnte nämlich gerade noch nicht abholen, sondern muss 17 Uhr wiederkommen. Und was da so ganz genau passiert, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist so ein Zirkus von Kindern und alles so selbstgemachten Sachen und Akrobatik und so. Mama. Oh. Das Café, in dem wir gerade eben waren, das ist, ein Biergarten im Volkspark Schöneberg. Und das ist ganz witzig, weil hinter uns, da ist das Rathaus Schöneberg. Und da heiraten wirklich im Akkord Paare. Sarah sagt, sie hat, bevor ich gekommen bin, hat sie hier 20 Minuten gesessen. In der Zeit wurden drei Paare verheiratet. Also wirklich heiraten im Akkord. Da gibt es einen Stau, wenn die warten, dass die nächste Familie ran kann. Habt ihr gehört, ja, es gibt einen Stau, damit die nächste ran kann. Ich war heute Vormittag mit Torfin im Proberaum. Torfin und ich, wir gehen nächste Woche als Vorband von Tom Schilling für 5 Tage mit ihm auf Tour. Das heißt, wir spielen am Montag in Heidelberg, am Dienstag in Frankfurt am Main, am Mittwoch in Köln, am Donnerstag in Hamburg und am Freitag in Berlin. Die ersten 4 Auftritte sind immer so zwischen 400 und 500 Leute und in Berlin sollen es wohl um die 900 bis 1000 sein. Und wir proben wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wirklich viel. Wir haben heute nochmal 5 Stunden Musik gemacht, morgen nochmal 3 und morgen ist Generalprobe mit unseren Freunden. Wir sind beide mega aufgeregt. Tom Schilling weiß es nicht, aber wir haben keine Bühnenerfahrung. Wir haben keinen Plan von dem, was wir da tun. Wir tun die ganze Zeit so, als wären wir super routiniert, aber wir haben keine Ahnung. Ich glaube, dass wir spätestens in dem Moment auffliegen, wo ich meine ganzen Beckenständer, meine Geigenständer für die Becken vom Schlagzeug in der großen IKEA-Tüte reintrage. So, in dem Moment fliegen wir auf. Und worauf ich auch noch sehr gespannt bin, ist, also ursprünglich sollte Torfin alleine auftreten. Und dann hat Torfin gesagt, er bringt jemanden mit, der macht ein bisschen Percussion. Und jetzt reisen wir zu zweit an mit einem richtigen Schlagzeug. Ich bin echt gespannt, ob die uns das so abnehmen, ehrlich. Ich bin wirklich gespannt, ob das nicht dazu führt, dass sie uns direkt am Montag aus Heidelberg wieder zurückschicken. Andererseits hat er auch keine Wahl. Also ich meine, wir spielen unbezahlt, wir bezahlen alles selber. Seine Wahl wäre quasi, er hat keinen Ersatz für uns. Wir beide freuen uns tierisch. Ich habe ein bisschen Mitleid mit Sarah. Sarah ist für 4 Tage und 3 Nächte eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Ich habe heute zufällig einen Blog gelesen von einer ganz bekannten Bloggerin, ich habe gerade vergessen welche, aber eine von den Top-Bloggerinnen. Yeah, 48 Stunden alleinerziehende Mutter von einem Kind. Also, was, darüber bloggst du? Das ist es wert? Ich bin ständig 48 Stunden mal alleine. Und jetzt bin ich sogar mehrere Tage mit 3 Kindern alleine. Ich kann gar nicht, ich verstehe immer nicht, wie man so einen riesen Fass aufmachen kann über Dinge. So, wie man den Content so aufbauschen kann. Es gibt Millionen Frauen, die so leben müssen. Ganz offensichtlich wurde hinter uns gerade geheiratet. Ja. Ich finde das echt super cool, dass Sarah das mitmacht. Wir haben ganz lange gezittert. Erst hieß es, ja, ihr könnt mit. Dann hieß es, na, nur Berlin. Dann hieß es, nee, ihr dürft gar nicht mit. Auf jeden Fall hieß es damit einmal vor 2 Wochen. So, ihr dürft mitfahren für 5 Auftritte. Ja, mal schauen. Magnus und ich waren heute beim Friseur. Guten Tag, liebes Publikum. Ich heiße euch herzlich willkommen im Jux-Zirkus zu unserer neuen Sommerpremiere. Das ist Torfin und mit Torfin gehe ich ab morgen auf Tour. So ist es. Sag mal hallo Torfin. Hallo. Hab ich gut gemacht? Er ist sau stark. Man merkt, dass ich ein charismatischer Frontmann bin. Und heute machen wir unsere Generalprobe. Torfin kommen nach seiner Aussage 5 Leute und wir sind mit
Mutti, Sarah, drei Kindern, Marc, Nina, Anna. Mehr kommt nicht, oder? Otto? Auch ein paar Leute. So, wir sind jetzt im Rockhaus in Lichtenberg und die Jungs haben da einen Proberaum und machen heute Generalprobe. Also die echte, allerletzte Generalprobe. Morgen geht's dann auf Tour. Und es sind ein paar Freunde gekommen und gleich geht's los. Ich habe gehört, der Raum ist echt klein. Mal gucken. Keiner hat gesagt, dass hier viel Platz ist. Schön, dass ihr alle da seid. Nein, danke, das ist aber sehr nett von jemandem. Ich hätte ein paar Nüsse, möchte jemand Nüsse? Aber du bist ja vorgestellt. Ja. Hey, wir sind hier.